Was geht ab, liebe Anno-Freunde? Letzte Woche gab es an dieser Stelle hier ein Schiffstutorial zu Anno 1800. Und deswegen gibt's heute, absolut korrekt, noch ein Schiffstutorial. Ja, und damit ein herzliches Hallo und willkommen hier zu diesem Anno 1800 Spezialschiffsguide. Wir wollen uns heute nämlich nicht die normalen Schiffe, die ihr ohnehin in euren Werften immer bauen könnt, anschauen, sondern alle diese Spezialschiffe, die ihr im Laufe der Zeit im Spiel entdecken könnt, später auch selbst bauen könnt, die wollen wir uns mal schnell anschauen, einen Überblick verschaffen, was gibt's da eigentlich, und ich werde euch auch zeigen, wie ihr die selber dann im Spiel herstellen könnt. Auf geht's! Bevor wir jetzt aber so richtig durchstarten, schon mal der Hinweis: grundsätzlich könnt ihr, wie gesagt, alle diese Spezialschiffe selbst im Laufe des Spiels herstellen. Dazu benötigt ihr nicht mehr als einmal eine entsprechende Werft, ich habe jetzt hier meine Segelschiffwerft, und eine Hafenmeisterei. Diese Hafenmeisterei muss dann den Radius so haben, dass eure Werft da noch reinpasst und dementsprechend angewählt wird. Und dann könnt ihr eben spezielle Items, die ich euch gleich verrate und gleich zeige, in der Hafenmeisterei sockeln, um eben die Spezialschiffe in eurer zum Beispiel Segelwerft herzustellen. Das gleiche funktioniert, wir gehen auch hier hinten mal gerade gucken, natürlich genauso gut mit einer Dampfschiffwerft. Auch hier wieder, man sieht meine beiden Dampfschiffwerften und hier ist die Hafenmeisterei. Und da kann es dann mit den Items richtig losgehen. Jetzt verschaffen wir uns aber einen Überblick über die verschiedenen Spezialschiffe in Anno 1800. Ja, und damit die ganze Nummer für uns etwas übersichtlicher wird, habe ich unsere ganzen Spezialschiffe mal in drei grobe Kategorien eingeteilt. Und hier steht jetzt Kategorie 1 hinter mir, und zwar die sogenannten, salopp gesagt, Feuerschiffe oder genauer gesagt die pyrphorischen Kriegsschiffe, die natürlich vornehmlich in der neuen Welt anzufinden sind. Wenn ihr die Kampagne gespielt habt, kennt ihr ja so ein bisschen die Geschichte von den Pyrphoriern. Und wir fangen jetzt einfach mal hier drüben an, nämlich mit diesem Kriegsschiff hier. Das ist der pyrphorische Monitor. Und das ist einfach nur eine feuerspeiende Variante des Monitors, den ihr ohnehin schon in eurer Dampfschiffwerft auch bauen könnt. Und ihr braucht das Item Stilton Snut, was ihr hier angezeigt seht, wenn ihr diesen pyrphorischen Monitor selbst in eurer Dampfschiffwerft bauen wollt. Müsst das dementsprechend in der Hafenmeisterei sockeln, wie schon gerade erklärt. Dem schließt sich dann nahtlos an hier das pyrphorische Kriegsschiff, das schon ein bisschen größer ist, auch schon ein bisschen mächtiger ist das Ding. Und da bräuchtet ihr das Item Slinky Sinistra. Auch ein legendäres Item, auch eben in der Hafenmeisterei dann zu sockeln. Ja, und zu guter Letzt, da schließt sich dann hier dieser pyrphorische Schlachtkreuzer an. Finde ich ein sehr, sehr imposantes Schiff, sehr schön gemacht. Und dieses Schiff könnt ihr mit Hilfe von Suspicia Slyhood auch in eurer Dampfschiffwerft bauen. Also alle drei pyrphorischen Kriegsschiffe sind dampfbetrieben und könnt ihr eben in eurer Dampfschiffwerft herstellen. Sogar eine Kategorie mehr in der Hinterhand hat die zweite Kategorie für uns. Die Rede ist hier von den Piratenschiffen. Also, Anne Harlow lässt grüßen. Und wir gehen uns das jetzt hier mal angucken. Wir haben hier einmal das Piratenkanonenboot. Dieses kleine, schöne, süße Bötchen hier vorne. Was also ein klein bisschen mehr Geschwindigkeit und ein klein bisschen mehr Damage als unser normales Kanonenboot liefert. Und das könnt ihr mit Hilfe von Gideon Small in der Hafenmeisterei dann in eurer Segelschiffwerft herstellen. Dem schließt sich dann direkt an die Piratenfregatte. Wir können ja auch eine Fregatte bauen. Die Piratenfregatte hier hat eben den Vorteil, dass sie ein bisschen erhöhte Geschwindigkeit, also Bewegungsgeschwindigkeit hat und eine etwas erhöhte Re-Attack, und mit Petra Piper hier angezeigt das Item, könnt ihr dieses Schiff in eurer Segelschiffwerft auch bauen. Dann hier wird es schon sehr imposant. Wir sehen vor uns dieses Segelschiff, dieses große hier, das sogenannte Piratenlinienschiff. Shi Yang, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, heißt das Item, was ihr benötigt. Alles sind immer legendäre Items, um in eurer Segelschiffwerft dieses Schiff herzustellen. Und auch das bietet uns erhöhte Geschwindigkeit und eine etwas erhöhte Re-Attack. Ja, und zu guter Letzt gibt es auch hier was für die Dampfschiffwerft. Ich drehe mal gerade hier das Ganze so, nehme ich den sogenannten Piratenmonitor. Und den könnt ihr mit Hilfe von Maria Pizarro bauen. Kommen wir zur dritten Kategorie, und die nenne ich jetzt einfach mal ganz frech Sonstiges. Und da starten wir hier mit dem imposanten königlichen Linienschiff. Dieses Linienschiff bietet uns auch einen erhöhten Schaden und vor allem eine erhöhte Haltbarkeit, also mehr Widerstandsfähigkeit. Und wenn ihr da ein Item habt, was Sir Milfoy Credenza Belfry Guscott, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, ich zeige es dir einfach mal an, wie es aussieht. Wenn ihr das besitzt, dann könnt ihr das auch in eurer Segelschiffwerft sockeln und dementsprechend diesen imposanten Koloss hier nachbauen.
verlassen wir die Kategorie der Kriegsschiffe und kommen wir zum ersten Frachtschiff, was wir uns heute kurz anschauen wollen, nämlich hier dem sogenannten extravaganten Dampfer. Dieses Schiff wird, wie der Name schon erahnen lässt, eben in der Dampfschiffwerft hergestellt und mit einem Item namens Anna Union könnt ihr dieses Schiff dort selbst herstellen. Das bietet den Vorteil, dass es eine zusätzliche Itemkammer hat. Das heißt, die Ladekammern sind auch 6 an der Zahl, ähnlich wie beim normalen Dampfschiff, Transportschiff, was ihr habt. Aber ihr habt halt hier einen zusätzlichen Itemslot und könnt eben euren Schiff in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel Bewegungsgeschwindigkeit oder auch Verladegeschwindigkeit, verbessern. Alle bisher genannten Schiffe unterscheiden sich in den Schiffen, die wir uns jetzt noch anschauen wollen, nämlich die letzten zwei, die ihr hier im Vordergrund seht. Alle bisher genannten Schiffe könnt ihr nämlich auch bei den Piraten käuflich erwerben. Also nicht nur mit den Items, die ich euch gezeigt habe, selbst herstellen, sondern ihr könnt die auch mit ein bisschen Glück kaufen bei Jean oder eben bei der lieben Anne. Jetzt wollen wir uns aber hier noch zwei extra Schiffe angucken. Zum einen nämlich hier die sogenannte Great Eastern. Habt ihr nur das Grundspiel, könnt ihr nur eine einzige Great Eastern haben. Die hat einen ganz entscheidenden Vorteil, nämlich sie hat nicht 6 Ladekammern, sondern sie hat sogar 8 Ladekammern und 3 Itemslots. Ist also ein super starkes Frachtschiff. Und ihr erhaltet diese Great Eastern, wenn ihr eure erste Weltausstellung gebaut habt und dann eine Quest erfüllt habt, zusammen mit Archibald Blake, dann bekommt ihr nämlich hier die Möglichkeit, eine Great Eastern zu erhalten. Wenn ihr mehr davon haben wollt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als in den Land der Löwen DLC, also aus dem zweiten Season Pass, zu investieren. Denn da könnt ihr ein Forschungsinstitut bauen, in dem ihr dann weitere Great Easterns freischalten könnt. Ja, und zu guter Letzt haben wir hier das sogenannte Kühlschiff, das Frachtkühlschiff, und das ist ein DLC-Schiff, was ihr also nicht im Grundspiel bauen bzw. erhalten könnt. Dazu benötigt ihr aus dem Season Pass 3 den ersten DLC Speicherstadt und da könnt ihr dann dementsprechend die Quest mit Kapitän Tobias abschließen und erhaltet dann die Baupläne für diese Kühlschiffe, die den Vorteil haben, dass sie schneller in der interkontinentalen Überfahrt sind. Das heißt, diese Schiffe sind die schnellsten, was die Fahrt von einem Kontinent zum nächsten angeht. Das kann ich euch ja gerade mal zeigen. Also eben hier über diese Karte. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel von der alten Welt in die neue Welt wollt, sind diese Schiffe einfach am zügigsten. Und die lassen sich aber auch nur eben, wie gesagt, auf diesem Weg, nämlich mit diesem neuen DLC dann herstellen, in der Dampfschiffwerft. Ich sehe schon die ersten Fragezeichen jetzt. Alles schön und gut, habe ich verstanden. Mit diesen Items kann ich diese Schiffe jetzt nachbauen. Aber wo zum Kuckuck bekomme ich diese Items denn her, wird sich sicherlich der ein oder andere jetzt fragen. Und da empfehle ich euch dieses Video hier, was ich erst vor kurzem aufgenommen habe, wird auch jetzt oben in der Infokarte verlinkt. Da erkläre ich ganz genau, wie ihr sowohl im Grundspiel als auch beim Spiel mit DLCs ganz easy rausfinden könnt, was ihr machen müsst, um an diese Items ranzukommen. Ja, so viel für den schnellen Überblick. Ich hoffe, euch hat dieser Überblick ganz gut gefallen und ihr habt jetzt richtig Lust, die Items eben in Anno 1800 zu finden und auch selbst diese Schiffe mal herzustellen. Ich finde es einfach cool, da ein bisschen Varianz reinzubringen. Übrigens, mit dem kosmetischen DLC, dem Flottendekor-Paket, habt ihr ja dann noch die Möglichkeit, auch noch die Skins von den Schiffen teilweise anzupassen. Wenn es euch vielleicht interessiert, inwiefern sich diese Schiffe jetzt von den normalen Schiffen unterscheiden, also wenn wir da eine genauere Gegenüberstellung der Werte der Schiffe mal machen sollen, dann schreibt mir das doch gern mal unten in die Kommentare, dann bin ich da gern bereit, auch noch ein ausführlicheres Video zu den Eigenschaften dieser Schiffe zu machen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt wie immer einen schönen Sonntag, wir sehen uns schon nächste Woche wieder, einerseits zur Folge Campania und dann am Sonntag natürlich wie immer zum Anno-Tutorial. Macht's gut und nicht vergessen, Dienstag 18 Uhr kommt der neue kosmetische DLC und das neue Game Update raus. Da werden wir sicherlich dann auch noch Videomaterial in der nächsten Woche zu bekommen. Also, macht's gut, bis dann, euer Heinz. Ciao!